Ja. Aber wir versuchen es trotzdem. Weil es ist ein wichtiger Moment. Es wird Pastor Leumund zu uns sprechen. Ein Grußwort. Pastor Leumund ist einer derjenigen, zusammen mit ganz vielen anderen Künstlern, die heute auch hier sind zum Teil, die 2002 das Kameramund ja besetzt haben und dafür gesorgt haben, dass wir heute hier sind. In diesem Sinne bitte ich um Ihre absolute Aufmerksamkeit für Pastor Leumund. Hallo, ja, ich freue mich, dass ich mich hier heute eingeladen habe. Und ja, jeder macht ja so sein eigenes Dada. Und ich wollte mal ganz kurz erzählen, wie Dada zu mir kam und was dann alles passiert ist. Könnt ihr mich verstehen? Okay. Will ich? Ja, so laut wie möglich. Okay, okay. Also ich nenne meine kleine Rede Bruch in Zürich. Dada und ich breche es runter. Zu Dada schickte mich ein Buch von Kurt Schwitters, das mir als Jugendlicher in die Hände fiel. Die Freiheit, angebliche Sätze im Verlauf grandios abknicken zu lassen, inspirierte mich nachhaltig. Ich verknickte meine Gedichte, die sich zu Predigten verdichteten, und dann knickte auch noch die Mauer ab. In verschütteten Untergeschossen besetzter Hinterhöfe hatte Mark Divo mir im Prenzlauer Berg bereits eine bewohnte Skulptur der Superlative als Kapelle für meine dadaistischen Gottesdienste zur Verfügung gestellt. Anfang 2002 lud er mich nach Zürich ein. Das Cabaret Voltaire stünde schon ewig leer und würde jetzt instand besetzt werden. Sie bräuchten nur noch ein geistiges Oberhaupt. Ich hatte mich zu der Zeit in Berlin in ein Angestelltenverhältnis als menschlicher Zeitungsscanner verstrickt und war bereit für einen Bruch. Vor 14 Jahren waren Zürichs Parallelkulturen unbesiegbar, als sie mit Dada-Pilgerern aus aller Welt fusionierten. Im besetzten Cabaret Voltaire wurde ein offenes Begegnungszentrum mit Gästebetrieb betrieben, in dem kollektiv gelebt, veranstaltet und an dem Potenzial der unlogischen Zone geforscht wurde, um dem Dadaismus einen würdigeren Pilgerort zu schenken, als die nach dem Umbau geplante Apotheke. Um dieses Anliegen zu bekräftigen, wurde von den Eindringlingen die Fondation Krösus pour l'Humanité zu dem Zwecke gegründet, jährlich internationale Dada-Festwochen auszurichten. International! Sämtliche Veranstaltungsgewinne der ersten Festwochen wurden anlässlich bekannt gegebener Fensterausschüttung aus dem Fenster geworfen. Ausschüttung! Fenster! Die Krösus Stiftung trat mit der Stadt Zürich in Verhandlung und bot ihr an, statt weiterer Ausschüttung nun für den Erhalt des Cabaret Voltaire als unkommerzielles Pilgerzentrum zu sammeln. Die Krösus-Miliz stürmte mit Panzern aus Pappe das Zürcher Polizeihauptquartier und überreichte einen 1 Meter großen Federhandschuh. Ich bitte um Ruhe. Kurz darauf landete bei der Räumung das Inventar des Dada-Zentrums frühmorgens im Schuttcontainer und der obdachlose Stiftungsrat auf Matratzen vor den Schaufenstern des Niederdorfs. Wohlgesonnene Kulturbeamte konsultierten daraufhin kompatible Kuratoren, die Dadaismus studiert hatten. Das Angebot, das Cabaret Voltaire gemeinsam mit den Besetzern wieder zu öffnen, entpuppte sich als taktisches Manöver.
Während die Krösus-Stiftung weitergezogen war, wurde im Kabarett Voltaire feierlich die Dada-Swatch eingeweiht. Ich musste feststellen, für die Gentrifikation von Dada gekämpft zu haben und konvertierte ernüchtert zum Real-Dadaismus. Heute bin ich froh, dass im Cabaret Voltaire nicht Starbucks drin ist und Touristen etwas über Dadaismus erfahren können, auch wenn mir die dadaistische Praxis mehr am Herzen liegt. Das Vermächtnis der Dadaisten ist für mich nämlich eine dringende Aufforderung, Kunst und Legenden in kollektiver Eigenregie selbst zu produzieren. Ich verstehe, dass jemand die Miete zahlen muss, wenn man im Niederdorf eine Gedenkstätte für Dada pflegen möchte, aber gewisse Kompromisse tragen für mich antidadaistische Züge, wie zum Beispiel die Zahl 100. 100! Eine Debatte, wie ein lebendiges Dada-Zentrum strukturiert sein müsste, um nicht nur für Touristen interessant zu sein, kann ich nicht entdecken. Es gibt sicherlich viele Zürcher, denen eine Gedenktafel gereicht hätte. Mich wundert es nicht, dass das Konservieren von Anekdoten über unangepasste Kulturaktivisten, die sich ihre Freiräume selbst organisieren, in erster Linie mit Steuergeldverschwendung in Verbindung gebracht wird. Angesichts der Generation Konform, die jetzt das Ruder übernommen hat, verbinde ich damit eher die Rettung des Abendlandes. Auch wenn wir Ricola Brokkoli noch nicht kaufen können, der Vorgeschmack ist da! Ja! Da, da! Da, da! Ja, wer hat's erfunden? Vereinigte Randständige! Nicht vereinigte Anständige! Vernunft und Wohlstand sind für Dada unvereinbar! Solche Vereinigungen sind meistens das Gegenteil von Dada. Es sind nicht die Marktwerte, die bedroht sind. Vergessen wir das nicht. Ohne Obdach für das Prekariat hat Dada in Zürich fertig. Ersetzen Sie das Wort Dada gerne mit den Worten Kultur oder Freiheit oder Kunst. Es geht um das Vertrauen in das Chaos, ohne das Dada nicht möglich sein kann. Besonders hier im Hochsicherheitstrakt namens Schweiz. Zürich schmückt sich mit Verrückten. Doch gefördert wird das, was brav ist, sich ins System einpasst und verkauft werden kann. So wird es den Kunststudenten von heute eingetrichtert. Sie denken, künstlerischer Erfolg ist, wenn ihre Arbeit an der Diplomschau von einem Galeristen für den nächsten Messeauftritt mitgenommen wird. Zürich feiert 100 Jahre Dada, doch diese Stadt ist momentan so un-Dada wie schon lange nicht mehr. Es fragt sich, will Zürich Wirklichkeitsflüchtlinge und das Verbreiten von horizonterweiternden Frechheiten beherbergen? Oder will es sich nach dem Gedenken schnell wieder verbergen? Bröckelt bald die Solidarität? Vor 100 Jahren sind Künstler und Deserteure vor dem brutalen Unsinn des Krieges in die verstörende Idylle Zürichs geflüchtet und haben ein Kuckucksei ins Niederdorf gelegt, welches in der Lage ist, uns alle weltweit zu überleben. Dada wird immer die angewandte Infragestellung des herrschenden Systems bleiben. Solange die Profiteure von Krieg und Stumpfsinn weiterhin unseren Horizont bestimmen, bleibt Dada Zement am Firmament. Für mich ist die Frage nicht, was ist von Dada übrig, sondern was ist seit Dada von der Wirklichkeit übrig? Dankeschön.